Hey, ich bin der Dominik von Backcountry Expeditions. Das ist der Eli, den kennt er ja schon. Das ringsrum um uns ist die Elbe. Und wer schon immer mal wissen wollte, ob zwei LKW-Schläuche in einen Bettbezug passen, das wäre die Antwort. Wie lange das jetzt allerdings hält, kann ich euch nicht sagen. Das gilt es jetzt herauszufinden. Ja, und das, was hinter mir so hertreibt, dieser Bundeswehr-ABC-Kontaminationssack, da drin sind meine trockenen Sachen, beziehungsweise die Sachen, die trocken bleiben sollten. Das heißt, ein Rucksack mit Handtuch, Kleidung natürlich, wir müssen nachher wieder zurücklaufen, keine Frage. Und natürlich auch ein Peli-Case mit den Dingen, die definitiv trocken bleiben sollten. Ich habe mir hier auch so eine Art Ruder gebastelt. Meinen vernünftigen Ruder wollte ich hier nicht mitnehmen für die Aktion. Besenstiel, Brett dran. Ich hoffe, das funktioniert so ein wenig, um den Kurs zu korrigieren. Das heißt, wenn ich ab und zu mal ein bisschen um mich schlage, so wie jetzt, dann versuche ich hier ein bisschen der Strömung anzupassen. Ich bin kein Freund langer Vorankündigungen. Der Titel des Videos sagt ja schon alles. Ich hatte euch ja früher diesen Jahres in meinem Philosophie-Video, was ich an der Ostsee gedreht habe, unter anderem ja gesagt, dass ich euch in Zukunft auch auf Touren mitnehmen werde. Ja, also neben diesen ganzen Rezensionen, die ich euch auf dem Kanal biete, neben diesem ganzen Lexikon, das heißt dem Outdoor-Wissen, dann natürlich auch der entsprechende Reiseabenteuerteil, ne, wo wir das alles anwenden werden. Und genau das habe ich dann auch vor. Es geht wahrscheinlich schon nächste Woche, sofern alles klappt, wie funktioniert, auf große Wildnistour. Das heißt, wir werden mehrere Wochen. Ich plane mal so ungefähr 6 Wochen. Vielleicht wären es aber auch 8. Ich weiß es nicht. Das mache ich vom Wetter abhängig. Werden wir unterwegs sein. Ziel wird sein Lappland. Das heißt, oberhalb des Polarkreises, hauptsächlich Schweden und Finnland. Ich hatte auf meiner Webseite ja bereits einen kleinen Beitrag angefangen unter der Kategorie aktuelle Abenteuertouren. Durch den ganzen Pandemie-Wahnsinn macht es allerdings keinen Sinn, Dinge ins Detail auszuplanen. Man weiß überhaupt gar nicht, ob man das dann so überhaupt noch machen kann. Dinge können sich jeden Tag ändern. Von daher habe ich diesen Beitrag einfach nicht fortgeführt, sondern ich entscheide vor Ort spontan, operativ, was wir machen werden, wo wir es machen werden, wo wir es machen können vor allen Dingen und wie lange wir denn dort bleiben werden. Wie lange wir bleiben werden, das richtet sich dann meistens nach der Witterung. Wir haben heute einen super sonnigen Tag, es sind bestimmt 25 Grad, aber am Inari-See haben wir beispielsweise schon Nachtfrost. Das wird sozusagen für euch meine Promotion-Tour, wenn ich das mal so nennen darf. Ich mache das zwar schon mein Leben lang, speziell auch natürlich in Lappland, also seit 1998 bin ich fast jedes Jahr dort oben. Unter anderem, wenn ich nicht gerade woanders bin, das ist fast meine zweite Heimat, deswegen bin ich immer wieder gern dort. Und diese Tour ist nicht nur meine Promotion-Tour, sondern läuft auch unter einem ganz speziellen Motto. Und zwar habe ich in den letzten Monaten mit einigen Leuten geschrieben, die offensichtlich gern unbedingt mal raus wollen würden, das aber aufgrund von fehlender Erfahrung, vielleicht ein paar Ängsten, Bedenken und natürlich auch entsprechender Begleitung bislang noch nicht gemacht haben. Ich möchte euch auf dieser Tour zeigen, was ist allein machbar. Das heißt, wenn ich allein sage, dann meine ich natürlich mich und Eli. Wir sind die beiden Einzigen. Niemand anders wird uns begleiten. Es wird wahrscheinlich auch kein anderer dort sein, wo wir hingehen werden. Und damit es dann auch nicht mehr solche Ausreden gibt wie, ah ja, das, was der da hat, das habe ich nicht und deswegen kann ich das nicht machen, werde ich auch nicht mit meinem Expeditionsfahrzeug fahren. Und das ist dann auch für mich eine sehr große Herausforderung. Denn ich habe mich natürlich an diesen ganzen Luxus gewöhnt. Ich kann da warm duschen, völlig autark. Ich habe Strom ohne Ende. Ich kann auf dem Auto, in dem Auto, unter dem Auto schlafen. Ich komme damit überall hin. Es ist sozusagen meine absolut sichere Festung, meine Burg auf 4 Rädern. Und auf das Ganze werde ich dann einfach mal verzichten und werde mit einem handelsüblichen PKW fahren, um euch zu zeigen, dass es dafür, für das, was ich vorhabe, tatsächlich auch nicht mehr braucht.
bei dem, was ich denn dort machen werde, werde ich euch natürlich zeigen, was braucht es für diese einzelnen Unternehmungen für entsprechende Ausrüstung. Das heißt, vor Ort in 3000 Kilometer Entfernung oberhalb des nördlichen Polarkreises werde ich euch die Ausrüstung zeigen, die ich euch teilweise schon vorgestellt habe in einigen Videorezensionen. Auf meiner Webseite befinden sich natürlich deutlich mehr. Ja, da bin ich aktuell bei über 330 geschriebenen Rezensionen. Und natürlich habe ich mir auch ein paar neue Produkte zugelegt, die ich dort auch wieder testen werde. Das Ganze wird also nebenbei auch eine Ausrüstungstesttour werden. Können wir mal ein bisschen rüber paddeln, damit wir hier am Hauptstrom bleiben. Alles gut, Eli? Alles gut. Der große Nachteil in der Wildnis, also in der echten Wildnis, ist natürlich, dass man dort keine Stromversorgung und in der Regel meist auch keinen Empfang hat. Das heißt, ich kann euch leider nicht jeden Tag live berichten, was ich gerade tue, gemacht habe und vielleicht am nächsten Tag tun werde. Das ist schlichtweg nicht möglich. Wir testen jetzt mal kurz, ob das hier funktioniert, dass der Eli uns auch sicher an Land bringt für später. Hopp, Eli! Hopp! Hopp, Eli! Ja, so ist es fein. Und Schwimmi. Zieh, Eli, an Land. Rechts, Eli. Ja, ja. So, ich hoffe, das Ganze funktioniert jetzt, dass der Eli uns hier an Land zieht. Ja. In der Regel hat er das schon mal getan mit einem vollbesetzten Schlauchboot. Mit 5 Personen hat er uns schon mal einmal quer über die Elbe gezogen. Das ist also keine Premiere für Eli. Ich denke, er weiß, was er da tut und ich verlasse mich da in diesem Moment jetzt mal ganz auf ihn. Ich mache solche Touren hier nun bereits schon länger. Es ist also für mich nichts Neues, autark in der Wildnis zu sein. Bisher belief sich das allerdings darauf, dass ich es bei Fotos belassen habe. Das heißt, ich habe meine Akkus bei gehabt und habe sparsam fotografiert. Und das ging dann auch tatsächlich 2-3 Wochen bin ich damit mit entsprechender Ausrüstung, Spiegelreflexkameras und so weiter gut über die Runden gekommen. Neu für mich ist, dass ich das Ganze jetzt im Videoformat festhalten werde. Und zwar natürlich möglichst aussagekräftig für euch, dass ihr... Ja, Eli! Ja! Oh, der Junge ist gut. Ich hätte nicht gedacht, dass wir diese Bonne noch erreichen. Akkurat, muss ich sagen. Ja, und ich habe mir für diese Tour, um das möglich machen zu können, Speicherkarten und Energieversorgung allein im Wert von 1000 Euro gekauft. Das ist kein Witz, ihr werdet das später bei meinen Rezensionen sehen. Das heißt, ich betreibe dafür tatsächlich schon einen entsprechend enorm hohen Aufwand und ich bin gespannt, das ist der Punkt daran, das Neue für mich an dieser Tour, wie weit komme ich mit dieser theoretisch errechneten Haltbarkeit von Energie und Speicherkarten. Ja, das hat super funktioniert. Ila hat uns hier tatsächlich an Land gebracht. Da steht ihm also nichts im Wege, dass wir das nicht auch nochmal schaffen werden. Dann geht's mal wieder in die Strömung. Ila, du musst dich ein bisschen hinsetzen. Naja, muss sie auch nicht. So, dann werden wir jetzt mal schauen, dass uns jetzt hier die Strömung wieder erfasst. Ila, mach mal ein bisschen Platz. So ist es fein. Das ist ein feiner Ila. Ihr seht das schon, ich habe definitiv den richtigen Begleiter für Abenteuertouren. Der Junge ist im Prinzip Indiana Jones im Quadrat, anders kann man es gar nicht sagen. Es gibt nichts, was er irgendwie gefühlt nicht kann, beziehungsweise nicht will, ganz wichtig. Ja. Und natürlich werde ich, wenn ich zurück bin, das brennt mir ja nun schon wirklich länger auf dem Herz, mal ein ordentliches Hunde-Outdoor-Video machen. Das heißt also ein Rasseporträt zum Weimaraner und dann, ich hatte ja nicht nur Weimaraner, auch noch für Hunde allgemein, wie geht man am besten mit ihnen um, dass man im Prinzip genau solche Sachen auch von ihnen erwarten kann und sich immer auf sie verlassen kann, wenn es drauf ankommt. Vor Ort werde ich es ungefähr so handhaben, dass ich mit dem Auto entsprechende Gebiete anfahre, das heißt große Wildnisgebiete, unter anderem auch Nationalparks natürlich.
und da dann aussteige für je nachdem, was ich denn mir vor Ort vorgenommen habe, entweder für ein, zwei, vielleicht sogar auch drei Wochen, das ergibt sich denn vom Wetter her, denke ich, dass wir denn in diesem Gebiet allein in der Wildnis leben werden, mit dem, was wir natürlich mitführen. Und das Ganze wird sich sowohl zu Fuß als auch auf dem Wasser darstellen. Denn wir reden hier natürlich von Skandinavien, Lappland, und es wäre schade, wenn man dort einfach die Wasserflächen nicht nutzt, die sich da in Hülle und Fülle bieten. Das heißt sowohl Seen als auch Wildwasserflüsse. Ich habe mir einige ausgesucht, die ich euch zeigen möchte, und bin gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Denn wie erwähnt, ich habe auch neue Ausrüstung, die ich so noch nicht kenne. Und es funktioniert nicht immer alles so wie geplant. Das Leben ist kein Fahrplan, aber wir sind ja Improvisationstalente und wir können uns natürlich den Gegebenheiten vor Ort spontan anpassen. Das ist zumindest für uns kein Problem. Es wird also ein echtes Wildnisabenteuer. Dominik und Eli allein ausgesetzt am A der Welt, hätte ich jetzt fast gesagt. Zumindest wirklich mitten in der Wildnis. Die nächste Zivilisation wird dort in jedem Fall sicher über 100 Kilometer entfernt sein. Also solche Orte möchte ich natürlich aufsuchen, dass wir dort möglichst auch keinem begegnen. Ja. Wir sind wirklich auf uns ganz allein gestellt. Und genau das möchte ich euch ja zeigen, was alleine, wie, wo, unter welchen Bedingungen überhaupt möglich ist. Und hopp, Eli! Ja! Damit wir den Eli ja auch ein bisschen auslasten, habe ich mir entschlossen, das ruhig ein paar Mal öfter zu machen. Dann schläft der Junge abends einfach noch ein bisschen besser. Das ist ein feiner Eli! Ja, fein! Nicht alle Menschen mögen es, in Gruppen unterwegs zu sein. Es ist nicht für jeden etwas, in einer Reisegruppe von 10, vielleicht sogar manchmal 20 Leuten und auch mehr, was es da dort mittlerweile schon gibt, unterwegs zu sein. Und ehrlich gesagt, meins ist es auch nicht. Ich habe euch das bereits in meinem Outdoor-Ethik-Video geschildert, dass der menschliche Abdruck, den wir dort hinterlassen, je geringer ist, desto weniger Personen sich einfach dort natürlich befinden. Persönlich bin ich natürlich sehr gerne allein unterwegs und die idealste Konstellation ist, wenn ich alleine mit ein, vielleicht maximal zwei Personen unterwegs bin. Das heißt, eine wirklich kleine Gruppe kann man das schon gar nicht nennen. Das heißt, man ist wirklich unter sich und man stellt dadurch für die Umwelt und Natur keine Störgröße dar. Und das ist ja der wichtige Punkt daran, man erlebt damit selber auch wieder mehr. Und darum geht es mir ja, um ein maximal authentisches Outdoor-Erlebnis. Ah, Eli, die nächste schaffst du in jedem Fall. Ja, gibt wirklich nicht auf, ne? Akkurat. Nochmal einen kleinen Rundblick. Ich stehe jetzt hier übrigens still auf der Strömung. Ja? Also wenn man das mal so sehen kann. Ich bewege mich gar nicht. Mal als Anhaltspunkt die Boje. Und Eli paddelt gerade gegen die Strömung und schafft es dennoch, mich... Hey! Fein! Und schafft es dennoch nicht, gegen die Strömung an Land zu ziehen. Ne? Das ist wirklich schon top. Da muss ich sagen, da hat uns der Hund einiges voraus. Das schaffen nicht mal einige Menschen. Das ist ein feiner Eli. Oh, der Junge gibt wirklich alles. Der zieht mich noch ans Land. Akkurat! Jetzt kommen wir wirklich nicht weiter, wir stecken fest. Für die Dauer der Tour wird es dann bei mir auf dem Kanal etwas ruhiger werden. Ich werde mich wieder melden, sobald ich zurück bin. Und dann folgen natürlich entsprechend viele Videos, die ich dort unterwegs aufgenommen habe. Ihr seid es von meinen Videos ja mittlerweile gewohnt, dass ich eher der Filmtyp bin. Das heißt, ich versuche eher ein abgeschlossenes Werk zu präsentieren, als dass ich das in viele Serien unterteile. Auch wenn das natürlich bei YouTube gang und gäbe ist, was man machen sollte, um die Abonnenten halt im Prinzip bei Laune zu halten. Ne? So wie die abendliche Fernsehserie. Aber solche Serien habe ich noch nie gern geschaut und von daher war ich immer eher der Kinogänger. Bei den Tourenvideos funktioniert das dann natürlich nicht mehr. Ja, also, das wäre ein tagelanger Film, den würde sich niemand anschauen, den käme ich auch in 100 Jahren nicht hochgeladen.
Entsprechend des entstandenen Materials werde ich mir dann überlegen, wie ich das Ganze aufteile. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass es eine entsprechende Abenteuerreportage, wenn man das so nennen kann, werden könnte mit den Schwerpunkten der einzelnen Erlebnisse vor Ort, das heißt, wie man etwas macht, als auch natürlich der entsprechenden Ausrüstung, die man dafür benötigt. Das heißt, ich werde unterwegs sicherlich das ein oder andere Review auch machen, live vor Ort. Ich habe ja schon entsprechende Anfragen bekommen, ob ich das ein oder andere nicht mal hier im Einsatz zeigen könnte. Und dem komme ich natürlich sehr gern nach. Wie jede meiner Touren wird auch diese entsprechende Risiken haben, denn ein Abenteuer sind natürlich herausragende Erlebnisse abseits des Alltags, fern entsprechender Normen und Sicherheiten. Das heißt, ich gehe jetzt schon davon aus, dass in jedem Fall irgendetwas passieren wird. Das war noch nie anders und das wird auch nie anders sein. Aber unterm Strich, das ist ja das Wichtige daran, bin ich bislang immer heil wieder zurück nach Hause gekommen. Und das gilt natürlich auch für all diejenigen, die mich in der Vergangenheit bereits begleitet haben. Und hier übrigens nochmal ein kleines Augenzwinkern. An die Jungs unter meinen Zuschauern. In der Vergangenheit sind das tatsächlich überwiegend Mädels gewesen. Und auch die hatten nicht nur ihre Freude, ihren hellen Spaß, sondern auch die haben alles heil überstanden. Und damit haben dann auch die Männer unter meinen Zuschauern keine Ausrede mehr, warum sie das ein oder andere vielleicht nicht so machen können. Und da haben wir tatsächlich mal einen Angler am Ufer. Machen wir mal einen kleinen Rundblick. Ja, alles gut, die Kleinen. Wir uns mal drehen. So, ihr Lieben, na denn, warte. Und hopp rein. Hopp. Rein. Hopp. Ja! Das ist ein feiner Eli. Und für all die Bedenkenträger, die dann grundsätzlich noch bleiben, denen möchte ich nur eines sagen. Ihr seid bereits in Lebensgefahr, wenn ihr das Licht der Welt erblickt. Genauso wie ich hier. Genauso wie uns hier zum Beispiel auf dem Fluss etwas passieren kann, könnt ihr einen Unfall auf dem Heimweg mit der S-Bahn erleiden. Das ist nicht abwegig und traurigerweise, muss ich sagen, habe ich durch solch negative Erlebnisse auch schon Menschen in meinem Leben verloren. Das ist ein feiner Eli. Ja, Eli, los, das haben wir. Und da haben wir dann jetzt auch eine super Anlegestelle gefunden. Das ist nämlich zufälligerweise meine Badestelle, in der ich üblicherweise abends mein Sunset Bath nehme in der Elbe und manchmal dann bei Bedarf auch rüberschwimme. Wir legen jetzt hier an, packen uns dann noch ein wenig in die Sonne, machen die Sachen klein und dann laufen wir zurück nach Hause. Und ich bedanke mich schon mal bis hier für den ersten Teil, fürs Zuschauen. Für all die, die es interessiert, die Sachen sind entsprechend gesichert bei mir. Ja, also hier sowohl der Sack als auch der Wurfsack als auch Eli hängen alle fest bei mir an der Vergurtung. Das Einzige, was wir hätten verlieren können, wäre das Paddel gewesen und natürlich die Reifen. Aber wie man ja sieht, es hat wunderbar durchgehalten, die Konstruktion. Dass die Reifen nicht mehr in den Rucksack passen, das habe ich mir anfangs schon gedacht. Ist aber kein Problem, denn wir sind ja, wie gesagt, zufällig an meiner Badestelle rausgekommen. Das heißt, die werde ich heute Abend mitnehmen, wenn ich mit leerem Rucksack und Fahrrad hier hin zum täglichen Abendbad fahre. Ansonsten, alles andere, seht ihr ja, was ich bei hatte, passt hier ganz gut in oder an den Rucksack rein. Und wir werden jetzt ungefähr, naja, Pi mal Daumen, 7 Kilometer auf dem Elbdamm beziehungsweise unten am Elbdamm an den Elbwiesen zurücklaufen bei herrlichem Sonnenschein. Und ich denke, dann werden wir in jedem Fall, Ila ist es schon und ich bis dahin spätestens auch wieder trocken sein. Ich hatte anfangs übrigens die Idee, das Ganze mit dem Fahrrad zu machen. Das heißt, das Fahrrad mitzunehmen. Also 2 grüne ABC-Säcke. Und dann das Fahrrad drauf bin, das hätte auch ganz funktioniert, beziehungsweise hat es auch schon mal. Aber ich habe das Rad gerade frisch geserviced, das heißt, alles ist schön geschmiert, gefettet, geölt.
die letzten Wassereskapaden wurden entfernt. Und deswegen laufe ich jetzt lieber ein paar Kilometer zu Fuß, als dass ich das Ganze dennoch mal machen müsste. Ne? In solchen Momenten wie hier an der Elbe, jetzt die Aktion mit den Reifen, da bin ich unheimlich froh, dass ich Eli habe. Denn jeder, der so etwas schon mal gemacht hat, gegen die Strömung zu schwimmen, das Ganze auch noch mit Ballast, das heißt, irgendwelche Ausrüstung hinter sich herziehen muss und das denn auch noch mehrfach, der weiß, dass das nicht ganz ohne ist, dass uns Hunde in diesen Bereichen tatsächlich um einiges voraus sind. Allerdings auch nicht jeder Hund für solche Aktionen geeignet ist. Unterwegs auf Tour wird es dann allerdings wieder Situationen geben, in denen ich mich ganz aktiv um Eli kümmern muss. Normalerweise geht er ja senkrechte Felswände hoch, Leitern, Treppen, gar kein Problem alles für ihn. Aber wir werden dort natürlich voll bepackt sein mit entsprechend Ausrüstung. Auch er wird seinen Rucksack, natürlich mit Futter und einigen anderen Dingen tragen müssen und das Ganze natürlich im skandinavischen Hochgebirge, sage ich mal, ja, in Sümpfen, Morasten und so weiter durch Flüsse waten. Das ist dann nicht nur für mich, sondern auch besonders für Eli eine Herausforderung, in der er dann auch froh ist, dass er meine unterstützende Hilfe hat, so wie ich auch froh bin, seine hier heute gehabt haben zu dürfen. Wer übrigens wissen möchte, wie es sich anfühlt, wenn man mit einem viel zu schweren Rucksack viel zu lange in ganz schlechtem Terrain auch mit guten Wanderstiefeln läuft, der macht einfach das Gleiche, was ich gerade mache, und zwar barfuß über Asphalt zu laufen. Das ist alles andere als besonders angenehm, aber ich wollte heute mal barfuß laufen und leider wurde die Wiese gerade erst heute frisch gemäht und ist im Prinzip hier voller Disteln, feldmannstreu. Da nehme ich doch lieber den härteren Asphalt, als dass ich mir hier die Füße zerstacheln lasse. So ist es fein. Kannst du einen ordentlichen Sitz machen, Eli? Nochmal einen Sitz, Eli. Eli. So ist es fein. Was ist, wenn du dich rumdrehst, in die Kamera guckst? So ist sie noch viel feiner. Gestern spontan entschlossen, noch einen zweiten Teil zu diesem Video hinzuzufügen, und zwar für all diejenigen, die vielleicht jetzt erst eingeschaltet haben oder aber in weiser Voraussicht auf die kommenden Touren in Zukunft zum Kanal dazuschalten werden. Und all denjenigen möchte ich jetzt noch mal relativ kurz erklären, worum es bei mir geht. Ich sagte, ich hatte das Ganze gestern schon einmal gedreht, also tatsächlich nachdem wir zurückgekommen sind von unserem Reifenausflug der Elbe und noch bevor ich die Reifen dann abends zu meinem Sonnenuntergangsbad wieder zurückgeholt habe. Leider hat sich denn erst spät am Abend herausgestellt, dass ich da 2 Stunden auf dem Wasser einen Stummfilm gedreht habe. Denn dummerweise hatte sich das Kabel von dem Mikrofon so weit gelöst, dass es da keinen Kontakt mehr zur Kamera gab. Aber kein Problem, ich habe das Wasser ja direkt bei mir vor der Haustür, also können wir das Ganze ruhig noch einmal machen. Und den gleichen Spaß, den wir gestern Abend im Wasser hatten, den werden wir dann heute sicherlich auch noch einmal haben. Diesmal ohne Schwimmweste für uns beide, denn natürlich, wir werden hier in den See nach dem Video gleich vom Boot aus reinspringen. Und ich kann euch auch versichern, das Gefahrenpotenzial ist hier sehr überschaubar bis teilweise extrem gering. Der See ist nicht sonderlich tief. Es gibt hier keine Steine, an denen man sich den Kopf aufschlagen kann. Ich kann hier auch nicht bewusstlos werden, wenn ich mich an irgendeiner Kante mit dem Kopf wie auch immer verletze, dass ich dann im Wasser ertrinke. Und der Eli definitiv schon absolut gar nicht. Der ist hier aktiver als die meisten Fische. Backcountry Expeditions, das ist der Name meiner Webseite.
heißt übersetzt Hinterland Entdeckungsreisen und genau dafür stehe ich denn auch. Der YouTube-Kanal ist sozusagen das noch relativ junge Format meiner schon etwas länger bestehenden Webseite und die einzelnen Playlists entsprechen in ihrer Einteilung dann auch den jeweiligen Überschriften bei mir auf der Webseite. Bei mir, oder besser gesagt, bei uns geht es um Abenteuertouren mit Expeditionscharakter, um die dafür benötigte entsprechend hochwertige Ausrüstung, Kleidung und sonstige Utensilien, um Expeditionsfahrzeuge, und damit meine ich nicht ausschließlich motorbetriebene, sondern auch wie zum Beispiel in diesem Fall mit Muskelkraft angetriebene Fahrzeuge jeglicher Art auf Land als auch zu Wasser, um professionelle Fotografie im Autobereich als auch um allgemeingültiges, das heißt essentielles Outdoor-Wissen. Und all das unter dem Gedanken der Nachhaltigkeit. Das heißt, Nachhaltigkeit bedeutet für mich einmal auf meinen Touren, dass ich dort möglichst keine Störgröße in der Natur, in der Landschaft bin. Das heißt, meinen Abdruck, den ich in der Natur hinterlasse, auch tatsächlich nur auf den jeweiligen Fußabdruck auf dem Bodenuntergrund beschränke. Und bei den Produkten, mit denen ich mich beschäftige, bedeutet Ausrüstung, dass diese entweder besonders hochwertig sind, das heißt qualitativ sehr gut vom Material, Langlebigkeit ist mir hier wichtig, und oder kann beides zusammenkommen, kann aber auch nur eines davon zutreffen, diese Produkte bereits bei der Herstellung besonders nachhaltig produziert, das heißt also ressourcenschonend hergestellt wurden. Wer zu meinem Gedanken der Nachhaltigkeit, das heißt dem Umwelt- und Naturschutz, genaueres wissen möchte, dem lege ich mein etwas ausführlicheres Video zum Thema der Outdoor-Ethik ans Herz. Ja, und diese Nachhaltigkeit, die predige ich nicht einfach nur. Das heißt, ich achte nicht nur bei meinen Touren und Produkten darauf, sondern ich lebe sie auch genauso konsequent, wie man sich das vielleicht bei mir vorstellen könnte und wie ich es auch damals in meinem Intro-Video schon berichtet habe. Das heißt, ich lebe tatsächlich in einer kleinen holzernen Blockhütte mitten im Wald, abseits, jenseits, naja, Zivilisation kann man nicht sagen, die nächste Kleinstadt ist 10 Kilometer entfernt, aber es ist zumindest ausreichend, dass ich, wie ihr seht das ja, wie hier, ne, die Natur direkt um mich drum herum habe. Der See ist genau 180 Meter von meiner Hütte entfernt. Die steht da hinten, seht ihr jetzt nicht, hinter den Bäumen. Die Elbe, auf der wir uns gestern befanden, die ist so Luftlinie, würde ich mal so sagen, knappe 400 Meter entfernt, genau in der entgegengesetzten Richtung, dort hinten. Und ringsherum haben wir halt hier eine ganze Menge Grün. Das heißt, ich habe es grundsätzlich nicht besonders weit, wenn ich in der Natur sein möchte. Ich muss dazu lediglich meine Tür aufmachen und dann stehe ich tatsächlich mitten im Wald. Meine Abenteuertouren mache ich schon länger, genau gesagt eigentlich mein gesamtes Leben lang. Das, was ihr gesehen habt auf der Elbe, solche Geschichten sind für mich nichts Ungewöhnliches. Ich bin beispielsweise an der Elbe groß geworden. Kaum, dass ich damals schwimmen konnte, bin ich schon auf selbstgebastelten Transportmitteln, das heißt Flöße, Baumstämme, irgendwelche Eisentönner und Fässer, zur Freude meiner Familie quer die Elbe runtergetrieben. Allerdings muss ich sagen, habe ich in der Vergangenheit Abstand davon genommen, von meinen Touren großartig zu berichten, aus diversen Gründen, unter anderem auch aufgrund meines Nachhaltigkeitsgedankens, denn ich wollte da natürlich keinen Tourismus fördern. Das wird sich in Zukunft allerdings ein wenig ändern, das heißt, ich hatte euch ja bereits gesagt, dass ich euch auf Tour mitnehmen möchte, denn ich habe mittlerweile ein entsprechendes Konzept gefunden, mit dem ich d'accord gehen kann. Und wo ich dann auch hoffentlich niemanden dazu animiere, in der Natur eine Störgröße darzustellen bzw. einen schädlichen Einfluss zu verursachen und sich entsprechend meiner Philosophie vielleicht wenigstens so ein bisschen auch rücksichtsvoll nachhaltig zu verhalten. Ja, Ila, da kannst du rein. So ist es fein.
Und weil ich trotzdem natürlich den Menschen helfen wollte, das ist natürlich einer meiner Hauptgedanken, habe ich vor ungefähr 7 Jahren damit begonnen, zumindest die Erfahrung mit meinen Outdoor-Produkten bei mir auf der Website zu veröffentlichen, indem ich entsprechende Reviews geschrieben habe. Dabei gibt es allerdings erst relativ wenig Reviews bei mir auf dem Kanal. Wie gesagt, der ist ja noch relativ jung. Dafür aber umso mehr auf meiner Website. Ich glaube, das Verhältnis liegt ungefähr so bei vielleicht so um die knapp 50 Videos, die ich bei mir gerade erst auf dem Kanal habe, während ich bei mir auf der Webseite über 300, vielleicht so an die 350 Produktrezensionen bereits geschrieben habe. Und das, wie gesagt, in den letzten 7 Jahren. Mit hoffentlich etwas Unterstützung in Zukunft habe ich jedoch vor, zu den Reviews meiner Webseite und dem Kanal ein entsprechendes ungefähres Gleichgewicht herzustellen. Das heißt, hier auch auf dem Kanal mehr Videos zu präsentieren. Na Eli, lass uns mal wieder die andere Richtung gehen. Da hinten gibt es dicke Wälse, die dir sonst was abknabbern. Stimmt natürlich nicht ganz, die Welse haben wir nur in der Elbe, aber ich muss ihm das hier auch ab und zu mal im See erzählen, damit er es nicht vergisst. Ne? An meine Produktrezensionen, das heißt die Reviews, habe ich da einen relativ hohen Anspruch. Das heißt, genauso wie ich in dem Anspruch auch an die Produkte habe, trifft es denn auch für meine Arbeit mit den Produkten zu. Das heißt, es handelt sich da um sehr ausführliche, detailreiche, immer ehrliche und natürlich auch extrem authentische Produktrezensionen mit dem Schwerpunkt, dass ich das Ganze bei mir auf den Touren teste. Und hier verbinden sich dann im Prinzip die Tour mit meinen Produktrezensionen und dahingehend, dass ich teilweise einzige Touren nur alleine für das jeweilige Produkt mache, bisher aus eigenem Interesse, aber in Zukunft hoffentlich das Ganze auch etwas wirtschaftlicher betreiben kann. Das heißt, meine Produktrezensionen sind allein durch den Aufwand und alles drumherum, was ich da betreibe, natürlich dementsprechend länger. Vor allem, wenn es sich dabei natürlich auch um entsprechende Geschichten mit den Produkten handelt, die ich dann in die Rezension selbstverständlich auch mit einbinde. Und für all diejenigen, das hatte ich auch schon mal gesagt, die es etwas kürzer mögen, die können sich einfach, denke ich, bei mir in dem Lesereview nach unten scrollen zum Fazit oder direkt zu Positives, Negatives springen und erfahren da denn in aller Kürze, was für Sie relevant ist. Und bis einschließlich zum heutigen Tage kann ich stolz von mir behaupten, wenn man das so sagen darf, der ein oder andere würde vielleicht auch sagen, ein bisschen dämlich, ne, dass ich all diesen Aufwand aus eigener Tasche zu 100% finanziert habe. Das heißt, sowohl die, das muss man ja sagen, ich beschäftige mich ja nur mit hochwertigen, das heißt und nachhaltigen Produkten, das heißt in jedem Fall kostenintensiven Produkten, als auch natürlich den entsprechenden Tests, das heißt die Zeit, die ich dafür aufwende, die Touren, die dort hinterstehen, als auch letztendlich natürlich auch die Website selbst mit all ihrem Umfang, den ich da betreibe, das kostet eine ganze Menge Geld und wie gesagt, bis heute ist das alles aus meiner eigenen Tasche geflossen. Und das Erfreuliche an diesem ganzen Aufwand, ich habe tatsächlich Pi mal Daumen 99% positives Feedback auf das, was ich bei mir auf der Webseite geschrieben habe. Also zumindest anhand der Kommentare, die mir da von den Leuten gegeben werden. Und auch hier auf dem YouTube-Kanal liegen wir so ungefähr bei 98% positiver Rückmeldung über das, was ich hier mache. Und das muss ich sagen, ohne dass ich jemals einen Abonnenten um sein Abo gebeten hätte, ohne dass ich jemals irgendwelche Abos oder vielleicht auch gar Likes gekauft habe oder ohne dass ich attraktive, leicht bekleidete Mädels bei mir durchs Bild springen lasse. Das heißt, ohne all die sonst so üblichen werbewirksamen Mittelchen, die man sonst so noch haben könnte. Ihr seht, es geht bei mir etwas seriöser zu. Allerdings, und das habt ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen, bin ich ein sehr humorvoller Mensch. Bei mir gibt es grundsätzlich immer was zu lachen. Ich kann auch über mich selbst lachen und auch über den letzten Mumpitz, den wir irgendwo machen. Und ich habe gelernt in meinem Leben und vor allen Dingen auch durch negative Erlebnisse, dass Humor das mit das Wichtigste ist, um sich überhaupt, vor allen Dingen, wenn man irgendwo allein unterwegs ist,
bei Stange zu halten, als auch natürlich andere unterwegs auf Tour wieder aufzubauen, die eventuell nicht über eine entsprechend positive Einstellung verfügen. Und für all dieses positive Feedback, was mich wirklich sehr erfreut, das könnt ihr gar nicht glauben, also das ist jetzt ernst gemeint, ne? Das sage ich nicht einfach nur so, sondern mir macht das wirklich sehr viel Spaß, sowas zu hören, möchte ich mich hier nochmal in aller Form recht herzlich bei jedem Einzelnen bedanken, der meine Arbeit wertzuschätzen weiß. Und den Leutchen, die mir mitgeteilt haben, dass mein Kanal deutlich mehr Reichweite verdient hätte, da gebe ich euch natürlich recht. Den möchte ich mitteilen, dass ich am Ende, zumindest meiner Meinung nach, gute Qualität früher oder später durchsetzen wird. Und als weiterer Schwerpunkt, ganz besonders wichtig, neben diesen herstellerspezifischen Produktrezensionen, sind mir herstellerunspezifische Berichte, das heißt allgemeines Outdoor-Wissen, auch sehr wichtig. Solche Beiträge, die sind dann meistens etwas länger, bringe ich dann in meinem Lexikon unter. Das heißt, sowohl auf der Webseite als auch, wie gesagt, hier auf dem Kanal und auf den Lexikon-Playlists. Und da geht es dann um solche Sachen wie zum Beispiel jetzt, ich teste wie hier mehrere Paddles. Das sind jetzt nicht alle, die ich habe. Ich habe hier auf dem neuen Boot, was ich habe. Ach, ich will jetzt hier kein Review machen. Ich fange schon wieder an, darüber zu rezensieren. Ne? Teste ich halt mehrere Dinge und daraus entwickeln sich dann solche Ideen wie zum Beispiel der Ratgeber zu dem idealen Paddel. Ne, wir befinden uns jetzt hier zum Beispiel auf einem ruhigen See, das heißt ein eher tieferes Gewässer ohne Strömung und da sind natürlich, wird mir jeder recht geben, diese Expeditionspaddel, die ich hier eher für Flüsse benutze, mit einem breiten Blatt, also für schnelle Richtungswechsel, nicht die geeignetsten, aber wie gesagt, darauf kommt es mir jetzt hier heute bei diesem Test nicht drauf an. Sondern da nutzen wir zum Beispiel eher die Beaver Trail Paddles und auch da habe ich getestet. Und da kommen denn aus diesen spezifischen Produktrezensionen diese allgemeingültigen Berichte zusammen, wie ich da auch schon einige bei mir auf dem Kanal habe, wie zum Beispiel der ultimative Ratgeber zum möglichst geeigneten Outdoor-Messer oder aber mein Video zu den Stiefeln, zu den Taschen und Rucksäcken. Wie gesagt, da gibt es einige, bei mir auf der Webseite gibt es noch mehr. Ich glaube, den letzten Beitrag, den ich zum allgemeinen Thema gemacht habe, das war der zu den IP-Schutzklassen, wo es mir um Wasserfestigkeiten unter anderem ging. Und all diese allgemeingültigen Beiträge können, müssen aber nicht unbedingt Kaufempfehlungen darstellen. Wir werden jetzt mal den Eli wieder einholen. Der hat hier nämlich, das seht ihr jetzt gar nicht, der hat eine riesengroße Halskette von Seerosen bzw. Gelbe Mummeln sind es ja hier um den Hals. Den muss ich mal ein bisschen befreien. Ah, Eli hat jetzt schon seinen Landgang gemacht. Er hat sich sozusagen selbstbefreit, auch gute Variante. Wie wichtig mir die Fotografie ist, die ich auch schon sehr lange betreibe, allerdings auch erst so ungefähr seit 7, 8 Jahren mit professioneller digitaler Ausrüstung. Vorher habe ich noch analog fotografiert, dann bin ich übergegangen zu etwas kompakteren Kameras, da die natürlich deutlich leichter auf meinen Touren gewesen sind. Aber im Endeffekt bin ich dann wieder zurückgekommen zu den großen Monsterkameras, das heißt den richtig schweren, teuren Spiegelreflexkameras, weil mir da doch im Prinzip die Qualität am besten gefiel der Ergebnisse. Mittlerweile sind wir ja auf dem spiegellosen Bereich bei den großen Kameras angekommen. Diesen Schritt habe ich noch nicht gemacht. Ich hänge da im Prinzip immer noch ein bisschen hinterher. Allerdings habe ich mir in all den Jahren auch eine ganze Menge Fotoausrüstung zugelegt. Das kann man schon sagen im Wert eines Kleinwagens. Und das jetzt so plötzlich herzugeben, nur um dann vielleicht irgendwo 158 Gramm zu Gewichtsersparnis zu haben, das halte ich meiner Meinung nach nicht für rentabel. Von daher werde ich, denke ich, noch eine ganze Weile bei meinen etwas älteren, aber dennoch qualitativ sehr hochwertigen Spiegelreflexkameras hängen bleiben. Und
diese Fotos, die Ergebnisse, die dann da rauskommen, die könnt ihr dann bei mir in der Fotogalerie bestaunen, also in entsprechenden länderspezifischen Galerien, als auch natürlich, jetzt habt ihr mitbekommen, ich packe die zusätzlich immer wieder in meine Videos mit rein, einfach um euch das Ganze nochmal entsprechend besser zu veranschaulichen. Man kann ja nicht immer alles in einem Video so super zeigen, vor allen Dingen natürlich, wenn man alleine filmt, ja, da passt das mit dem Zoom, den Fokus nicht so immer. Und natürlich auch ganz wichtig, wenn ich ein Video irgendwo stationär an einem Ort mache, dann möchte ich euch natürlich auch irgendwelche Beweise zeigen, dass ich damit auch tatsächlich irgendwo auf Tour gewesen bin. Das heißt zum Beispiel, dieses Boot auch tatsächlich wirklich dann im Polarmeer gepaddelt wurde. Denn da machen wir uns nichts vor. Heutzutage ist es ja leider so, dass doch viele Leute irgendwo etwas behaupten, zu meinen, gemacht zu haben, entsprechende Erfahrung zu haben. Und naja, wenn ich mir da denn das ein oder andere so ansehe, weil ich es von jemand anders erzählt bekommen habe, so nach dem Motto, ja, aber Dominik, guck mal, der hat da das gesagt, ich gucke mir das denn an und da muss ich feststellen, naja, das geht dann in den Bereich der Alternativfakten, würde ich eher sagen, ne? Das heißt bei mir also ein wirklich sehr hoher Stellenwert auf die Seriosität, auf die Authentizität und natürlich auf die Ehrlichkeit von dem, was ich dort mache, als auch vorstelle. Eli, durch all die zahlreichen Fotos, die ich da auf meiner Webseite habe, ist natürlich auch eine logische Konsequenz, dass die Suchmaschinen damit entsprechend, naja, man kann schon sagen, regelrecht überschwemmt sind. Das heißt, unter einzelnen Produkten findet ihr meistens ganz oben gleich meine Seite, wo er dann natürlich, für mich ist positiv, gleich auf die Webseite kommt. Für den Hersteller ist es dann natürlich auch extrem rentabel, dass indirekt halt durch meine Produkte natürlich auch, da machen wir uns nichts vor, entsprechend mehr Produkte verkauft werden. Und das sehe ich dann zusätzlich natürlich auch an dem entsprechenden Feedback von euch, denn ihr berichtet mir ja auch, dass ihr aufgrund meines Reviews genau dieses Produkt gekauft habt und dann im Prinzip glücklicherweise auch damit zufrieden seid. Ja, und das entspricht denn, wie ich bereits vor einem ungefähr einem halben Jahr in meinem Video zu meiner Philosophie etwas ausführlicher erklärt habe, die Förderung von den Produkten, die meiner Definition der Nachhaltigkeit entsprechen, ist dann sozusagen mein persönlicher Beitrag, das darf man wirklich so sagen, zu einer etwas besseren Welt. Das klingt jetzt so ein bisschen hippiemäßig und naiv, aber ich habe mir tatsächlich Gedanken darüber gemacht. Das heißt, wenn ich dazu beitragen kann, dass ihr mehr dieser Produkte nutzt, die ich für, sagen wir mal, sinnvoller halte, dementsprechend vielleicht auch ein paar weniger Produkte verkauft werden von denen, die ich dafür weniger sinnvoll halte. Wir können damit also möglicherweise zu einem ressourcenschonenderen Umgang auf unserem Planeten beitragen. So kann man übrigens auch mit dem Hund Gassi gehen, ja, es ist eine sehr entspannte Art. Übrigens, wir verscheuchen hier keine Brutvögel, nicht, dass das jetzt jemand auf diese Idee kommen würde. Ich kenne dieses Revier logischerweise wie meine Westentasche. Ich kenne hier jegliches Nest, jeglichen Vogel mit Namen, der hier irgendwo sitzt, schläft, brütet und sich den Tag vertreibt. Von daher darf ich euch ruhigen Gewissens sagen, ich gehe hier wirklich sehr verantwortungsbewusst mit meinem Bereich um. Eli! Nun komm! An meine Abonnenten hatte ich bislang noch nie eine wirkliche Bitte. Aber, und jetzt komme ich mal zu einem Punkt, ich hätte schon eine Bitte an die Unternehmen, für die ich seit Jahren bereits sozusagen freischaffend und völlig unentgeltlich tätig bin. Wenn Ihnen, oder vielleicht auch euch, man weiß es nicht, ne, meine Arbeit gefällt, das heißt, Sie mit meiner Philosophie übereinstimmen und meinen, so wie ich, dass wir in diesem Bereich durchaus etwas bewegen können, dann würde ich mich wirklich sehr über eine Zusammenarbeit freuen, in der Form,
dass meine Arbeit an den Produktrezensionen aktiv unterstützt wird. Und mit dieser Unterstützung meine ich nicht nur das Überlassen von Ausrüstung, denn meiner Meinung nach hilft das natürlich vor allem Ihnen als auch mir. Aber ich hatte ja erklärt, mir ist es wichtig, dass ich vor allem den Konsumenten auch helfe. Das heißt, mit Unterstützung meine ich, dass ich die Produktrezensionen, so wie ich sie auf meine Art schreibe, mit diesem Abenteuercharakter, mit den entsprechenden Touren, die meiner Meinung nach dafür teilweise nötig sind, dass auch genau das entsprechende Wertschätzung findet und entsprechend unterstützt wird. So, jetzt paddeln wir ein bisschen in die Sonne, damit ihr mehr von mir und ich weniger von euch sehe. Ila ist jetzt wirklich schon die ganze Stunde, die wir jetzt hier unterwegs sind ungefähr, auf dem See umhergeschwommen. Aber ihr seht ja, genug hat der Junge noch lange nicht. Das waren jetzt nochmal ein paar wichtige Worte, die mir auf dem Herzen lagen, die ich unbedingt loswerden wollte. Einmal, damit ihr wisst, worum es geht, und dann letztendlich noch ein paar Schlussworte von mir zu meinen eventuell zukünftigen Vorhaben. Komm mal her, Eli. Komm her. Na komm, Papa hilft. Komm her. Na komm. Ja. Oha, das kann was werden. Na komm, Eli, das schaffen wir. Oh, zicke ab. Hopp. Hopp. Ja. Oh. Vorsicht mit den Fußis. Ei, ei, ei. Eli hatte Wasser am Ohr. Den musste ich mal befreien. Geht's jetzt wieder, Eli? Ei, ei, ei. Ja, so ist es fein. Jetzt bleibst du erstmal hier, ne? Mach erstmal einen richtigen Hubschrauber. So ist er fein. Jetzt ist besser, ne? Das meinte ich, manchmal ist es auch ganz gut, wenn ich ihm unter die Arme greife. Ja, und das werde ich dann auf Tour, wie schon gesagt, wahrscheinlich das eine oder andere Mal auch gern wieder machen. Und genau darauf konzentrieren wir uns jetzt, auf das mögliche erfolgreiche, in jedem Fall aber positive Durch- oder man kann schon sagen Überstehen von dem, was ich in den nächsten Wochen geplant habe. Und wie bereits gesagt, ich werde mich melden, sobald ich wieder da bin. Jeder, der sich mit mir in Kontakt setzen möchte, kann mir derweil natürlich sehr gern schreiben. Ich werde alles beantworten, sobald ich wieder da bin. Und teilweise natürlich auch, wenn sich die Möglichkeit unterwegs bietet. Das heißt, wenn ich irgendwo Empfang haben werde, dann werde ich natürlich versuchen, euch bzw. vielleicht auch dem einen oder anderen Unternehmen natürlich sehr gern zu antworten. Und bis dahin, ihr kennt das schon, wünsche ich euch einen schönen Spätsommer und natürlich in jedem Fall, wie immer, viel Spaß draußen.